Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen bei Tagesschau 24. In der Politik galt lange die 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen als zentrale Größe, um die Pandemielage zu bewerten und um Einschränkungen zu verschärfen oder zu lockern. Inzwischen aber ist ein neues Infektionsschutzgesetz in Kraft getreten und mit ihm ein neuer Wert, die Hospitalisierungsinzidenz oder auch Hospitalisierungsrate. Anhand der Klinikeinweisungen in Zusammenhang mit Corona könne man ablesen, ob die Pandemie trotz hoher Impfquote noch gefährlich werde, hieß es zur Begründung. Inzwischen gibt es jedoch Kritik an der Hospitalisierungsrate als neuem Leitindikator. Der Vorwurf, die vom Robert-Koch-Institut veröffentlichte Inzidenz unterschätze die Anzahl Covid-19-Erkrankter in Kliniken drastisch. Sie seien nur noch halb so groß wie ihr tatsächlicher Wert. Und bei uns im Studio ist mein Kollege Marvin Mielatz, Datenjournalist vom Norddeutschen Rundfunk. Sie haben an der Recherche mitgearbeitet. Ja, wie groß ist denn jetzt der Unterschied zwischen den tatsächlichen Zahlen und dem, was die Hospitalisierungsrate ausweist? In der kommenden Woche stehen für die deutsche Fußballnationalmannschaft wieder zwei WM-Qualifikationsspiele an. Für die Partien gegen Rumänien und Nordmazedonien hat Bundestrainer Hansi Flick nun den Kader nominiert. Mats Hummels steht erneut nicht im Angebot. Im Aufgebot dafür kehren Thomas Müller, Marc-André ter Stegen und Matthias Ginter in den Kader zurück. Die Deutsche Bahn ist in Finanznot. Nicht erst seit die Züge wegen der Corona-Pandemie fast leer durchs Land fuhren. Am 12. Dezember steigen deshalb die Fahrpreise, und zwar im Durchschnitt um 1,9%, wie das Unternehmen mitteilte. Bahncards werden 2,9% teurer. Tickets zum sogenannten Supersparpreis und Sparpreise soll es weitergeben. Die Bahn spricht von einer moderaten Anpassung und verweist darauf, dass die allgemeine Teuerung derzeit bei 4,1% liege. Die Energiepreise steigen derzeit drastisch und das beschäftigt nun auch die Europäische Union. Ende des Monats soll darüber bei einem EU-Gipfel beraten werden. Die französische Regierung handelt bereits jetzt. Sie hat angekündigt, den Preisanstieg zu deckeln. Zum Oktober wurde etwa Gas in Frankreich um mehr als 12% teurer. Bis April sollen die Tarife nun nicht mehr weiter steigen, kündigte Premierminister Castex an. Es gehe darum, die Kaufkraft der Franzosen zu schützen. Wie die Deckelung finanziert werden soll, dazu Sabine Raus aus dem ARD-Studio Paris. Die Lkw-Sparte von Daimler soll noch in diesem Jahr vom Konzern abgespalten und an die Börse gebracht werden. Entsprechende Pläne des Managements wurden auf einer außerordentlichen Hauptversammlung von den Anteilseignern mit großer Mehrheit gebilligt. Mehr dazu von Stefan Wolf aus der Frankfurter Börse. Es dürfte eine Expo der Superlative werden, zum ersten Mal im Nahen Osten. Dubai hat seine Weltausstellung eröffnet, mit einem Jahr Verspätung wegen Corona und einer Lasershow unter der größten Projektionskuppel der Welt. Nachhaltigkeit und Mobilität sind die Kernthemen der Ausstellung. Im nächsten Frühjahr, wenn die Expo beendet ist, soll auf dem Gelände ein neuer Stadtteil entstehen, in dem tausende Menschen ein Zuhause finden. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Sondierungen im Bund gehen weiter. Grüne und FDP haben heute in größerer Runde beraten. Diesmal ging es bereits um konkretere Inhalte einer möglichen Koalition. Die Parteispitzen gaben keine Details bekannt, betonten aber die gute Gesprächsatmosphäre. Es gehe darum, Brücken zu bauen, hieß es. Sondierungsgespräche für eine Koalition im Berliner Abgeordnetenhaus. SPD-Wahlsiegerin Giffey traf sich separat mit den beiden bisherigen Partnern, den Grünen und der Linkspartei. In den kommenden Tagen will Giffey auch mit CDU und FDP sprechen. Wegen des chaotischen Wahlverlaufs wird in einigen Bezirken nachgezählt. Diskussion über Lockerungen bei Maskenpflicht an Schulen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft lehnt die Lockerungen ab, ebenso Lehrerverbandspräsident Meidinger. Er befürchtet laut Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass Infektionen an Schulen nicht mehr kontrollierbar sein könnten, wenn es dazu auch noch weniger Testungen und Quarantänemaßnahmen gäbe. Frankreich deckelt Anstieg der Energiepreise. Es werde bis April keine weitere Erhöhung des Gaspreises geben, sagte Premierminister Castex. Anbieter sollen dafür gegebenenfalls staatliche Hilfen erhalten. Der Anstieg der Strompreise soll durch eine Steuersenkung begrenzt werden. Empörung nach antisemitischen Vorfällen bei Fußballspiel. Union Berlin entschuldigte sich. Anhänger sollen gestern Fans des israelischen Meisters Maccabi Haifa antisemitisch beleidigt haben. Auch Übergriffe werden gemeldet. Die Polizei ermittelt. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein äußerte sich entsetzt.
Das Wetter. Morgen bis zum Abend örtlich etwas Regen. Dazu in der Nordwesthälfte mehr Wolken als Sonne. Sonst im Tagesverlauf zunehmend freundlicher. Höchstwerte von 15 bis 24 Grad. Dieses Foto hier zeigt kein besonderes Kunststück eines Seepferdchens, sondern wie sehr wir Menschen mit künstlichen Produkten die Meere vermüllen. So ein Wattestäbchen treibt jahrzehntelang durchs Wasser, ehe es langsam abgebaut wird. Das Bild ist eines von fast 200, das von heute an im Gasometer in Oberhausen die Zerbrechlichkeit des Paradieses zeigt, so der Titel der Ausstellung über unsere Erde. Eine Schau, die in beeindruckenden Naturfotos auch die Schönheiten des Planeten präsentiert, wie eine Mahnung, was uns verloren gehen kann. Von einem guten Austausch berichteten die Vorsitzenden von Grünen und FDP nach der zweiten Runde der Sondierungsgespräche. Anders als beim ersten Mal kündete nicht nur ein Selfie vom Treffen, sondern vor dem Tagungsort warteten Medienvertreter und Kamerateams. Wer aber auf umfassende Erläuterungen gehofft hatte, der wurde enttäuscht. Was den Inhalt der Gespräche anging, da gaben sich beide Seiten schmallippig. Und mehr dazu auch gleich in einem Schwerpunkt in gut 10 Minuten hier bei Tagesschau 24. Auch andernorts in Berlin begannen heute Sondierungsgespräche. Die SPD sprach zunächst mit den Grünen und später mit den Linken über die Bildung einer neuen Landesregierung. Der Urnengang am Sonntag war chaotisch verlaufen und voller Pannen. Fehlende oder falsche Stimmzettel, lange Schlangen bis weit nach 18 Uhr, viele ungültige Stimmen. In manchen Stimmbezirken muss nun nachgezählt werden. Es gibt auch Diskussionen darüber, ob die Wahl wiederholt werden muss. Georgiens ehemaliger Präsident Saakaschwili ist nach seiner Rückkehr aus dem Exil in seinem Heimatland festgenommen worden. Gegen Saakaschwili lag dort ein Haftbefehl vor wegen Machtmissbrauchs. In der Kaukasusrepublik Georgien finden morgen Kommunalwahlen statt. Saakaschwili hatte zur Wahl der von ihm gegründeten Oppositionspartei sowie zu Protesten aufgerufen. Er war von 2004 bis zu seiner Abwahl 2013 Präsident des Landes. Und wir schauen noch auf die Wetterlage in Deutschland. Da ist kurz gesagt von allem etwas dabei. Die Details hat Thomas Ranft in Frankfurt. Und hier geht es jetzt weiter mit dem Magazin Quer. Ein Thema darin: Extremistenkampf gegen den Corona-Schutz. Nachrichten dann wieder wie gewohnt um 20 Uhr in der Tagesschau. Und wir bringen Sie um 21.15 Uhr noch einmal auf den letzten Stand. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende.